ich finde auch gut, dass es diese Ausstellungen gibt. Das ist auch für Züchter ganz wichtig, dass sie den Vergleich haben von den Tieren, wie weit sie mit der Zucht sind. Organisatorisch sind wir sehr gut aufgestellt. Wir koordinieren das koordinieren auch mit dem Viehzuchtverband Marchen. Es ist ja der Bezirk, der seinen Teil organisiert. Der Viehzuchtverband Marchen tut sich recht aktiv einbringen, natürlich auch. Also auch die Vorbereitung vom Platz. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Bezirk und Viehzuchtverein. Da die Spezialpreise, die es gibt, das läuft allein über den Viehzuchtverband. Da hat der Bezirk eigentlich gar nichts zu tun. Oder? Also unser Teil ist mehr oder weniger mit der offiziellen Rangierung abgeschlossen. Ja, unsere Aufgabe am heutigen Tag ist sicher, mit den Experten das Fell auszuziehen. Das heisst, einteilen tut der Experte aus. Wir müssen einfach umbinden. Also einstellen, wenn er es auszieht. Der Reihe noch. Die schönste vorderst nach ihm und die andere die irgendwann dann die hinterste. Das Zuchtziel der BS-Kuh in der Schweiz ist eigentlich eine fruchtbare, langlebige Kuh, die sich in allen Produktionsstufen anpassen kann, mit hohen Inhaltsstoffen. Was zeichnet zum Beispiel speziell die Braunkuh aus? Die Braunkuh ist sicher sehr anpassungsfähig, also sie kann im Talgebiet bis Höchstleistungen erbringen, sie kann im Berggebiet zur Alp gehen und sie ist generell langlebiger als die anderen Rassen und Beta-Casein BB und die Inhaltsstoffe, also Fett und Eiweiß in der Milch, die Qualität der Milch ist von Natur aus stärker als gegenüber von anderen Rassen. Der Stier vor mir, ein extrem langer Stier. Er ist sehr gut aufgesetzt im Widerrist. Ganz eine gute obere Linie mit einem ideal geneigten Becken. Sehr gut in der Breite auch. Und was der Stier aufweist, eine ideale Flankentiefe für einen Stier. Und was natürlich den Stier ganz besonders auszeichnet, er hat ein ganz trockenes Sprunggelenk. Das ist sehr wichtig beim Stier. Also die Stiere können gut laufen und meistens tun sie das auch weitergeben an den Jungen. Ist für mich einfach heute die Kuh, die mit ist in allen Belangen. Man sieht es in den Übergang, sieht es in der Brust Teife hier im Ländergereich. Seinenübergang, langs Becken, der Schwanz gut versorgt, klar Sprunggelenk, Trocknungssprunggelenk, der Unterboden hoch oben, zu der gut reingehängt und vor allem auch breit, vier schöne Sitze.